Viele Menschen suchen Gott in Gebäuden wie diesen, in Kirchen, in Gemeindehäusern und tatsächlich begegnet Jesus uns in Gottesdiensten. Aber er möchte uns auch im Alltag begegnen und viele Jahre in meinem Leben war der Treffpunkt mit Jesus vor allen Dingen der Gottesdienst. Aber dann hat mich Jesus auf einen Weg geführt, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich den jemals gehen würde. Viele Menschen haben ja so einen blinden Fleck in ihrem Leben und damit ist gemeint eine Sache, die eigentlich offensichtlich ist, die man sehen müsste, die man aber aus irgendwelchen Gründen nicht erkennen kann. Und so war das bei mir auch. Ich war ein bisschen unvorsichtig gewesen, denn vor 8 Jahren habe ich ein Buch geschrieben mit dem Titel Mehr vom Leben. Und dort hatte ich im Vorwort geschrieben, was heißt es eigentlich für mich, mehr vom Leben zu haben? Ich habe die Antwort direkt gegeben und sie lautete, für mich heißt mehr vom Leben zu haben, an jedem Tag offen zu sein für neue Wege, neue Gedanken, ja sogar für eine komplette Lebenswende. Und offensichtlich hat Jesus dieses Vorwort gelesen, denn er hat sich gefragt, mal sehen, ob dieser Steve Volke nur so ein frommer Autor ist, der da mal was schreibt oder ob der das wirklich ernst meint. Und so hat er mich sehend gemacht. Es ist echt erstaunlich, was man erleben kann, wenn man Jesus mal erlaubt, im eigenen Leben tatsächlich das Steuer zu übernehmen. Man kommt tatsächlich aus der Dunkelheit ins Licht und man sieht viele Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. Wie Jesus mein Herz und meinen Weltblick veränderte, das beschreibe ich in diesem Buch Der Sehendmacher. Ich kann versprechen, es wird wirklich spannend, es wird außergewöhnlich, es wird inspirierend und Sie werden ungewöhnliche Geschichten in diesem Buch lesen.